Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Weiter geht's. Ich hatte ehrlich gesagt eine Woche Pause. Ich muss erstmal wieder klarkommen hier. Wir sind auf jeden Fall aufgewacht im Badehaus. Wir hatten anscheinend Spaß. Sehen wir unten am Löwensymbol. Und starten jetzt frisch poliert. Auslegungssache. Interpretiert's wie ihr wollt. In den Tag quasi. Und hier steht schon unser Gaul, das ist sehr gut, als wäre alles abgesprochen, ey. Ich starte einfach das Spiel und es geht gleich perfekt los. Und zwar, gerade eben habe ich schon mal in die Questlogs geguckt. Und zwar machen wir die nächste Hauptmission. Wir haben jetzt genug Nebenmissionen gemacht. Und wir sollen tatsächlich nach Letschko und sollen Stinker aufspüren. Und mit Stinkers Vater reden und finde Stinkers Vorrat und höre dich im Holzfällerlager um. Das werden wir jetzt alles machen. Also müssen wir jetzt erstmal nach Letschko. Nach Letschkiko. Und fangen jetzt erstmal an mit einer Schnellreise. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber egal. Los geht's, Schnellreise. Ich bin immer noch gehypt vom Spiel. Also nicht denken, hier, der hat eine Woche nicht gespielt, kein Bock mehr. Aber ich wollte erstmal Monster Hunter durchspielen. Haben wir jetzt gemacht. Und jetzt kann ich mich voll und ganz bis A Way Out kommt. Also auch ein neues Spiel, wer das noch nicht kennt, A Way Out. Unbedingt angucken, mit dem guten Darley zusammen. Das kommt am 23. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit. Und die will ich nutzen, um Kingdom Come endlich mal zu suchten wieder. Wir sind ja gut dabei, glaube ich. Wir haben gute Rüstung und kennen uns gut aus. Schlösser knacken klappt noch nicht ganz so, aber egal. So, und jetzt müssen wir Stinker suchen. Stinky Winky, wo ist er denn? Genau, hier waren wir schon mal. Wir haben uns mit den Leuten unterhalten und die kennen sogar Stinker. Wir sollen uns natürlich umhören, ob die Stinker kennen und ob die den gesehen haben. Da würde es mich aber mal interessieren. Dann würde ich erstmal lieber zu B gehen. Denn B bedeutet, da ist sein Vater. Schon mal gucken, wo ist ein B? Galopp, Galopp. B ist da unten, beziehungsweise da drüben. Gucken wir mal, was sein Vater zu sagen hat. Wer ist er denn? Oh, will der ein Duell als Bogenschütze? Geil, nachdem ich eine Woche nicht gespielt habe, kann das nur schief gehen. Das machen wir. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Wie, was? Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Vatzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Von hier. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Das hört sich ganz lustig an, das machen wir mal. Na dann komm. Klötze im Fluss. Noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzte? Der redet voll cool. Wie viel setzte? Alter, Digga. Mach 20, komm. Ich will's nicht übertreiben. Sagte. Er redet zwar gerade nicht, aber... Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Das kann nur schief gehen, Alter. Bogenschießen? Hab schon lange nicht mehr geschossen, Alter. Dorfbewohner. Und der geile Heinrich. Ach ja, guck mal, die sind ja... Was jetzt? Ey, ich will doch ja nicht auf die Karte. Ich will meinen Bogen nehmen. Das schaffe ich leicht. Oh. Viel zu hoch.
Oh, ich habe nur begrenzte Schüsse. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Ich muss tiefer, Diggi, tiefer! Mist, verfehlt. Aber den nächsten treffe ich. Der war getroffen. Ja, den haben wir getroffen, sehr schön. Ha, versuch nur das zu überbieten. Okay, der eine ist gut, der hat schon drei. Vier. Okay, wir führen, Leute, wir führen. Aber den nächsten treffe ich. Verdammt, das war der Wind. Komm schon. Wir haben auch noch so viele Schüsse. Kacke. Ich muss treffen, ich muss treffen. Kacke, jetzt muss ich wieder höher. Logischerweise. Scheiße. Aber den nächsten treffe ich. Frage ist, wo ist die Ziellinie? Treffer. Tiefer, Diggi, tiefer. Treffer. Dieses Bogenschießen ist aber auch nicht einfach. Mist, verfehlt. Okay, okay, frag mich halt, wie weit das geht. Komm schon. Ich weiß jetzt vielleicht nicht so spannend. Aber ich treffe. Ich treffe, Leute. Ich treffe. Ja, ich habe einen Glitzerpulli an. Lasst mich. Oh, 7. Guckt euch das an. Ey. Robin Hood, der wäre stolz auf mich. Scheiße. Ich habe aber auch nur noch 3 Schuss. Der hat noch 10, Alter. Kann man ihn auch ablenken? Was zum... Mist, verfehlt. Ah, ist das wie Cheaten, Alter. Das ist doch der hier, der schon so viele hat, oder? Werde ich gleich sehen, wenn lenke ich den... Getroffen. Ja, das ist der. Den muss ich ablenken, Leute. Hallo. Hallo. Was zur Hölle machst du da? Es gibt kein Battle. Wenn er jetzt abdrückt. Wo ist die Ziellinie eigentlich? Kann man mit dem reden, ja, wa? Bisschen ablenken. Gott sei mit dir. Ja, immer lass treiben. Oh Mann, ey. Ich muss aufpassen. Der hier hat auch schon 6. Hä? Bam! Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Du kannst dir nicht. Wie war ich? Und wie war ich? Gut gemacht, Heinrich. Du bist Erster. Scheint, als wärst du ein waschechter Schütze. Im Vergleich zu mir bist du zwar immer noch ein Milchbart, aber trotzdem nicht schlecht. Da, dein Gewinn. Hoffentlich spielst du damit wieder mal eine Runde. Ein Milchbart? Will er mich komplett verarschen? Aber Bogen ist eine Runde gestiegen. Okay, mit dem haben wir anscheinend schon mal gesprochen darüber. Gut, dann packen wir den Bogen weg. Rufen den Gaul. Und jetzt gehen wir mal zu dem Vater. Zu B müssen wir. Nice, haben wir gewonnen. Easy going, Leute. Easy going. EZ. So, wo ist der Vater? B. B ist da hinten. Ist auch irgendwo eine Brücke. Hier rüber über den Kohl. Sehr schön. Durch die Schenke. Und dann da runter. Genau, hier wollten wir lang. Den, 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 den. Oh, ey, oh. Balu. Oh, ey, oh. Okay, hier, hier wohnt er. Hier, 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 hier. Irgendwo. Da hinten ist er. Ganz in Gelb. Also eher orange. Oh, was macht der denn da? Der Gerber, der gerbt. Ach, die stinken ja, haben sie gesagt. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja, vielleicht. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Hast du je von ihm gehört?
Natürlich. So nennen sie meinen Sohn, Hinek. Ah, du weißt nicht zufällig, wo er sich aufhält. Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Dann müssen wir wohl Gewalt anwenden. Hör zu, dein Sohn steckt tief in der Scheiße und ich versuche, ihn da rauszuholen. Ich verliere langsam die Geduld. Wenn du mir antwortest, wäre es für alle das Beste. Drohst du mir etwa? Und ich soll glauben, dass du Hinek helfen willst? Glaub, was du willst. Ich sorge mich um Hinek. Aber was mit dir geschieht, geht mir am Arsch vorbei. Ist das klar? Scheiß drauf! Ich werde nicht für diesen Taugenichts Prügel beziehen. Nun? Gibt eh nicht viel, das ich dir sagen kann. Hinek war hier, hat sich aber sofort wieder davon gemacht. Wohin ist er gegangen? Du spuckst besser was aus, denn glaub mir, du willst meine Zeit nicht vergeuden. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Guck mal, da muss man nur ein bisschen laut werden und dann rücken die raus. Ich würde mit dir gerne über deinen Hinek sprechen. Ich habe viel zu tun, also mach's kurz. Wir stehen auch im Regen. Weißt du wenigstens, mit wem er befreundet ist oder mit wem er sich trifft? So viel ich weiß, wechselt keiner hier im Dorf ein Wort mit ihm. Mir kam zu Ohren, dass er ein Zubermädchen trifft. Vielleicht. Umsonst bekommt er es nicht, also wird er wohl zu den Bädern müssen. Na, da waren wir ja. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Okay. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Okay, schon mal gut zu wissen. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinek hat mir nie was gesagt. Streng dich an. Dir muss etwas aufgefallen sein. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Der wird ganz schön mürrisch. Was hat er denn eigentlich so? Na, der hat lauter Leder und so einen Quark. Brauche ich nicht. Können wir dem irgendwas verkaufen, was wir noch nicht brauchen? Strehen, nee. Katerbier behalten wir, die Würfel behalten wir. Ah, wir müssen nochmal hier Marathon und so lesen. Naja. So, dann müssen wir mal gucken. Und zwar. Guck mal, hier ist C. Ah, das ist der Vater. Das ist doch der Vater, oder nicht? Brauchst du. Warum können wir denn immer noch mit dem reden? Stinker. Ich würde mit dir gern über deinen. Ich hab viel zu tun. Ja, ja. Nö, da können wir nichts machen. Stinker ist aber immer noch weiß. Hast du denn kein. Ich weiß wirklich. Wie das? Weil er immer ein paar. Nö, der sagt uns nichts weiter. Okay, das ist ja auch nur optional. Dann lasst uns mal ganz kurz gucken. Das war das Falsche. Ich wollte hier gucken. Und zwar bei Questlog, was wir da jetzt noch machen müssen. Und zwar, wir sollen hier halt aufspüren. Klar, finde Stinkers Vorrat bei C. Hier ist C, sein Vorrat. Das wird im Haus sein. Hau ab, bevor ich dich rauswerfen lasse. Die Frage ist, weil haben die ja hier auch echt nicht viel, wa? Komm schon! Muss ich da wieder Schlösser knacken? Hab ich gar keinen Bock. Aber wir können auch einen Topf essen. Wenn wir schon einmal da sind. Ist das dein Ernst? Mann, ich geh doch schon, du Saftsack. So. Okay, was ist jetzt? Da ist doch was dazugekommen. Mit dem Wirt sollen wir reden.
Dann gehen wir nochmal hoch zur Schenke und reden mit dem Wirt. Hier ist der Bogenschütze. So, oder mit dem Bademädchen. Komm, wir reden nochmal. Was ist denn das Bade? Was ist denn hier E? Oder B, das ist B. Wo treibt die sich rum? Ah, hier, nee, das ist der Wirt. Hup. Da ist der Wirt. So, Diggi, sag mal jetzt, wo Stinker ist. Komm. Zehn Finger, Junge. Gott sei mit dir. Stinker. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Na, na, na. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Wir haben sogar 13, das mit dem Herz, aber mit dem Herz, das haben wir nicht. Und 12 mit Reden. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut, na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Wort. Gut. Also, was willst du wissen? Na, wo er sein Versteck hat. Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen, und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Okay. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Das soll ich mir jetzt nicht merken, oder? Ich dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Okay. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Das heißt, wir müssen zu so einem Schacht. Spüre die stillgelegten Minenschacht links am Flussufer. Der sah sau auf. Okay, jetzt wird's jetzt Koryphäe da oben, A, B, C, D, E, sogar bis F. Okay, lass uns mal aber ganz kurz lunchen. Oh, hallo. Dann gehen wir mal zuerst zu E. Kann ich keine Schnellreise machen, ich will Marker setzen. So. Einmal markern. Und dann reiten wir da mal hin. Guck mal, hier unten war der Weg. So. Ist das über dem Fluss halt? Ist das über dem Fluss drüber? Bestimmt. Din, 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 din. Ja, über dem Fluss Richtung C und dann. Okay. Din, 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 din. Gucken wir mal, ob wir den guten alten Stinker finden. Ist halt auch blöd. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was Stinker gemacht hat. Warum wir den jetzt suchen sollen. Das ist halt, wenn ich zu viel Nebenquests in der Mitte mache, dann vergisst man halt auch schnell mal, was da überhaupt die Aufgabe war. Muss man ja mal so sagen. Wir haben natürlich wieder gar keinen Weg. Doch, hier ist ein Weg. Gucken wir mal. Ob wir die Mine finden. Das hier müsste aber der Weg sein in der, auf der Karte. Solange nicht wieder ein Stock kommt hier. So, der uns vom Pferd boxt.
Ah, das Pferd ist wenigstens jetzt schön schnell. Was hat der gerade gesagt? Na komm schon! Soll das etwa alles sein? Ein Schlag! Keine Gnade! Scheiß Banditen. Sehr schön! Die können ja gar nichts anrichten. Haben nämlich irgendwas Cooles dabei? Ja, ein paar wenig Groschen, ein Katerbier und Schnaps. Und der Rest ist für den Arsch. Können sie behalten. Kann jemand anders plündern. Bier! Bier ist immer super. Was ist das für der Schlüpfer? Billiger Wein, nehmen wir auch mit. Zack, ein paar Groschen. Die haben ja nix, ey. Ist ja. Ist nochmal Wein, aber der war, glaube ich, schlecht, wa? Ne, könnt ihr behalten, euren Rotz. So, weiter geht's. Guten Abend, Zeus. Grüße dich. Nicht wundern, liebe Zuschauer. Ich habe wieder den Twitch-Chat an. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Mine ist. So, hier muss sie sein. Hier ist ein Reh. Wo haben wir denn hier eine Mine? Da. Aha. Sehr schön. Finden wir hier eigentlich irgendwas? Müssen wir da jetzt rein? Okay, die ist schon mal falsch. Die ist schon mal falsch. Okay, dann gehen wir zur nächsten. Auf und davon. Aber erstmal gucken wir, wo wir überhaupt hin müssen. L, das ist natürlich da ganz oben. Das ist ein F. Ja, dann können wir auch da gleich hin. Aber wir kommen ja nicht über das Wasser drüber, wa? Die Frage ist, ob hier jetzt noch eine Brücke ist. Richtung Sasau. Warum habe ich Sasau eigentlich noch nicht aufgedeckt? Wisst ihr, was wir machen? Einfach, um das schnell aufzudecken. Unser Pferd ist ja relativ schnell. Dann, sind wir da bei Zeiten? Guck mal, hier ist irgendein Feuer. Oder warum ist hier eine Dingsbums? Guck mal, jetzt decken wir das auf. Wenn hier eine Brücke ist, wäre das natürlich richtig geil. Aber hier wird nichts sein. Warum ist hier Sasau? Aber hier ist... Ah, okay. Hier ist aber auch keine Brücke. Auflauern. Ja, gehen wir mal hin, tatsächlich. Komm ich hier irgendwo übers Wasser? Da komme ich übers Wasser. Alter, was ist denn hier los? Sind das jetzt böse? Oder gute? Wer ist denn hier gut und wer ist böse? Soll das etwa alles sein? Alter, jetzt seid ihr alle böse. Der kriegt erstmal jede Kucke voll. So. Komm, grad war nochmal. Oh, Alter, mit dem Helm siehst du ja gar nichts. Komm. Komm. Jetzt blocken kannst du auch nicht, wa? Verflucht! Schön Ruf auf den Deckel. Diggi, wir haben noch Vögelbonus. Ich kann auch mit dem reden, wa? Alter, von hinten. Guck mal, der hat sich sogar an den Rücken angefasst. Krass. So, was hat er? Ah, guck mal, der hat immer einen Portaler. Hirschleder nehmen wir mit. Oh, hier, Alter. Die kostet 1000. Ich meine, die sind schon ganz schön kaputt, aber... Sind auf jeden Fall was wert. Dann nehmen wir mal alles so mit, wie es ist. Sind das jetzt böse da? Oder sind das noch gute? Sind die gute oder böse? Wächter. Der gibt auf. Guck mal, die stehen ineinander. Naja, haben wir ein bisschen mitgeholfen. So, was haben wir hier noch? Noch ein paar Groschen. Hier mal wieder Aufguss. Pfeile sind immer gut.
Ah, gibt 100, nehmen wir mit. Jetzt mal wieder überladen, aber das Pferd dürfte ja eigentlich, wenn ich gut Ordnung gemacht habe, leer sein. Inventar, und zwar, haben wir hier noch irgendeine Waffe? Nee, aber Rüstung, die wir nicht anhaben. Ah, nicht, zack. Die kommt in die Satteltasche. In die Satteltasche und in die Satteltasche. In die Satteltasche. Ausrüsten. Warum hatte ich die Reitsporen nicht ausgerüstet? Egal. So, jetzt wollen wir da über den Fluss und zur nächsten Mine. Hier, da hinten ist sogar ein Übergang. Gut zu wissen. So, und hier kommen wir doch drüber. Ja, schön. Das ist auf der Karte gar nicht eingezeichnet. Würde ich sagen. Nö. Aber dennoch kommen wir hin. Okay, wir sollen zu F. Schema F. Da. Ab durch den Wald hier wieder. Wo ist F? Wo ist F? Da ist F. Jetzt sehe ich es auch. Der blinde Mann sieht es auch langsam. So. Ich könnte sogar vorstellen, dass er hier ist. Da ist er. Weil das am weitesten weg ist. Guck mal, hier geht's. Oh, Digga. Hier geht's nicht weiter. Hier ist auch zu. Hier ist gar nichts. Ich dachte, hier findet man wenigstens ein bisschen Loot. Aber nichts findest du. Okay. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch. Was wir noch finden. Und zwar natürlich da ganz oben. Alter, Falter. Bei B. B. Ist ganz schön weit. Wenn wir jetzt hier nach Letschko reisen. Man geht auch bloß durch den Wald. Sehr schön, weil der ist, glaube ich, schneller bei Schnellreisen. Ist aber bei Schnellreisen eigentlich schneller, als wenn man selber reitet. Weiß das jemand? Das würde mich mal interessieren. So, dann sind wir auch schon in Letschko und dann reiten wir mal hoch. Ich finde es schade, dass man die Schnellreise nicht abbrechen kann, da wo man gerade ist quasi. So, und jetzt wollen wir zu B, haben wir gesagt. Na dann, Galoppa! Toll, die auch voll Umweg gelaufen gerade. B. B ist hier über den Fluss drüber. So, und ab in den Wald. Und wenn er da auch nicht ist, dann haben wir immer noch das Holzfällerlager. Beim Holzfällerlager, das ist auch in die Richtung hier, habe ich ja gesehen auf der Karte. Sehen wir auch oben. Im Navi. Aber ich glaube schon, dass er jetzt hier sein wird. Das ist die letzte Höhle. Und wenn er sagt, dass er immer Licht gekauft hat, dann wird er auf jeden Fall in der Höhle sein, denke ich. Wow, 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 hier ist es doch, oder? Nee, guck mal, das ist nicht die Höhle. Was ist denn das hier? Was haben wir denn hier gefunden? Hier ist nur eine Kiste. Schwer, natürlich, Diggi, schwer. Mach mal dein schweres Schloss alleine. Und ich gehe so lange weiter. So, ab zu B wollten wir. Genau, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Hauptstory spielen. Die Nebenquests laufen nicht weg. Würde ich sagen. Weil sonst kommt man irgendwie auch raus, finde ich. Was ist das denn schon wieder für ein Ort? Hier stehen überall. Ich finde immer überall Sachen. Hier unten ist er. Na, steig mal ab. So. Zack, 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 zack. Ah, da haben wir aber gefunden hier, wa? Würde ich sagen. Hier ist so eine Gerberei-Dings. Naja, hier wird er sein. Da ist er. Stinky Winky. Ich hab dich gefunden, Stinky Winky. Stehen bleiben, geile Bewegung. Oder ich schieße. Ah, Gnade. Verflucht. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Was ist dir mit dir geschehen? Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer
haben mich gefunden. Okay. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts, Leute. Neuhof war eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten niemanden töten. Aber sie haben... Das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Okay. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. War noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel Timmy. Er war dort. Aber sie... Vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden? Er arbeitet bei der Windmühle in der Nähe von Merhoyet. Wenn er noch lebt. Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir. Bitte. Für dich ist die Hilfe zu spät. Du hast dein Schicksal verdient. Das ist ja beides böse, Alter. Tut mir leid. Aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins nächste. Bitte. Hat er ihn jetzt umgebracht? Soll ich ihn jetzt umbringen? Ich meine, er hat uns ja drum gebeten. Hier gibt's Äpfel. Äpfel for free. Wir können ihn auch sogar bestehlen, sogar. Ich meine, kann ich auch, wenn er tot ist. So ist nicht. Der hat ja nichts dabei, ey. Was? So. Tut mir leid, Stinker. Aber du hast mich ja drum gebeten. Brot hat er, Groschen hat er 12 und das war's. Eine Karotte noch. So. Er hat mich drum gebeten, Leute. Ihr habt's gesehen. Ich meine, ich wollte mit dem Clown und so. Aha. Ja, hier hat er seine Dings vollzogen, auf jeden Fall. Hier könnte man schlafen, machen wir aber nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Gaul ist. Der Gaul kommt aus der Höhle. Natürlich kommt er aus der Höhle, Leute. Das ist nämlich ein Fledermaus-Gaul. jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen zu dem Banditenlager bzw. mit Timmy reden. Timmy! Wo ist denn Timmy? Timmy da oben, der arbeitet da oben. Erkunde dich der Windmühle nach Timmy. Schnellreise. Kann man nicht machen. Warum nicht? Weil da nichts ist. Was ist denn A? Schieße bei Zeit mal wieder mit... Achso. Ja, könnte man, aber machen wir jetzt nicht. Haben wir in der Folge schon einmal. Das mache ich wahrscheinlich... Mache ich es offscreen? Weiß ich auch noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal zur Windmühle und gucken, wo Timmy ist. Und ob der uns Infos gibt, wo denn das Lager ist. Ich meine, der wird ja auch von den... Hier komme ich nicht durch. Und nicht wieder Büsche. Nee, ich will nicht durch Büsche. Mit Büsche habe ich schlechte Erfahrung. Komm ich hier irgendwo rechts, ey? Was ist denn da los? Ist ja wie so ein Labyrinth hier. Ey, Diggi, du wirst doch wohl an dem Baum vorbei können. Guck mal, hier ist ein... Hier, ja. So. Upp, drüber. Und komm nochmal. Nicht hängen bleiben. Sehr schön. Was ist das hier überhaupt? Man entdeckt hier lauter neue Sachen. Das ist so heftig. Überall ist hier was. Dann steht eine Hütte auf jeden Fall. So, ab zur Windmühle. Aber bei der Windmühle waren wir doch schon mal, glaube ich. Aber da wussten wir noch nichts von. Timmy, Timmy, Timmy. Brauchen wieder einen neuen Timmy. So weit war die da gar nicht weg.
Büsche. Büsche, Büsche, Büsche. Hier ist sogar ein Weg. So, da ist sie. Am Horizont taucht sie auf. So, hoffen wir mal, dass Timme da ist. Wir haben vorhin immer noch Vögelbonus. Voll krass. So. Irgendwie ist hier keiner zu Hause. Doch da. Die junge Frau. Aber wenn, dann wird das hier Timme sein. Dorfbewohner. Hm, dann müssen wir doch mit der jungen Frau reden. Mirka. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Ach, hör doch auf, ey. Hier, komm. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier. Herr Hanusch? Gütiger Gott, das muss was Ernstes sein. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Mäuschen. Dann hör mal auf mit Sticken. Und ich folge dir unauffällig. Das ist wie so eine penetrante Kuh. Guck mal, der Hund. Ich find's schade, dass man die nicht streicheln kann. Also ich meine, den würde ich jetzt auch nicht streicheln, wenn er mich so anbellt, aber... ist dennoch schade. So. Hier malt die Mühle, hört man richtig. Hier bin ich. Also... Wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Guck mal, der Hut ist weg, aber der Kranz bleibt. Oh, jetzt gibt's Ärger, Leute. Oh, vier Mann mit schwerer Rüstung. Scheiße. Sollen wir schieden? Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Tja. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Er ist auf dem Hof, ich weiß nicht, wo er steckt. Groschen, klingt gut. Wo ist euer Lager? Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Na gut, ich sage euch, wo er steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du, nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. Ich sag aber nicht, wo er ist. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen.
Du glaubst, du kommst damit durch? Mein Geld nehmen und dann schweigen? Wo zum Teufel steckt der? er hat's gerafft, Leute, er hat's gerafft. Angreifen! Du weißt nicht, wann's genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Oh-oh. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Stirb! Na komm schon! Der ist schon tot. Muss aufpassen. Hier hast du nicht noch. Alter! Das wird eine Freude! Okay, gegen 3 ist heftig. Weiter neben! Das nennst du kämpfen? Ja, Digga, ihr seid 3 und du machst ganz schön Damage, Alter. Du wirst leiden! Alter, du kannst zwar nicht blocken. Okay, warte mal, wir cheaten wieder. Du bist... Na dann komm doch! Ich schlachte dich ab! Ins Gesicht, die haben keinen Helm. Komm her, du Weichei! Ja, willst du jetzt sagen, ich hab keinen Dings mehr? Geh mir im Sack. Was nehmen wir denn? 30 Schaden, Spitzfeil 9. Ne, wir machen hier Langstrecken. So, haben wir den schon mal. So, der könnte, ich glaube, der hat Schutz gegen Pfeil ins Gesicht. Oh. Gegen Pfeil ins Gesicht. Alter, Jiggy, der schießt da durch. Ne, hat er nicht. So, ihr Lappen. Ich bin zwar mega verletzt. Alter. So, haben wir geschafft. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ich muss aber irgendwo... Jetzt muss ich erstmal plündern. Peppy? Oh, Digga, ich will pfeifen. Plündern. So, jetzt nochmal. Apfel nehmen wir mit. Brot nehmen wir. Dietrich jetzt 2 Stück. Sehr schön. Eisenhut, den können wir gebrauchen. Das nehmen wir mit. Alles, was so über 100 hat. Nehme ich eigentlich immer mit und verticke. Okay, das war nur 66, mein Fehler. So, Groschen hat er auch, sehr schön. So, hier, der hat aber noch ein Schwert. Die haben uns natürlich ganz schön beigesetzt. Aber egal. Wir haben ihm 20 Dollar abgezogen, der hat sogar Holzkohle. Wozu braucht man denn Holzkohle? 177, Pfeil hat er noch im Gesicht stecken, den nehmen wir auch wieder mit. Und den Rest, den kann er behalten. Er hat noch Verbände. Ich glaube, jetzt kann ich auch Verbände nehmen, oder? Oh Mann, ich gehe immer auf Karte. Sonstiges. Verbände. Wo seid ihr? Da. Oh, ich blute nicht. Okay, ich blute nicht. Oh, wenn er sagt, ich blute nicht, dann blute ich nicht. So. Der hat nur Quark. Aber der hat meinen Pfeil noch. Gib her. So. Haben wir jetzt alle geplündert? Aber einer fehlt doch. Der. Ja, der fehlt noch. Groschen. Ich hab mich doch richtig entschieden. Die hatten gute Beute. Guck mal hier, Alter. Lederhandschuh. Voll viel wert. Na, passt doch. Brot, das wird nicht schlecht. Und Äpfel können wir auch mitnehmen. So. Das sieht doch gut aus. Jetzt muss man natürlich wieder alles ins Pferd laden. In die gute Gender. Ja, machen wir. Guten Abend, Pressput. Ich begrüße dich. Was sagt unsere Sattheit? Wir hauen uns mal voll mit Äpfel. Die wären sonst nur schlecht. So. Waffen, da haben wir die Scherbe gehabt. Aber die ist ja schlecht. Aber die hauen wir in die Satteltasche und verkaufen die. Und Rüstung, da müssen wir jetzt mal gucken. Okay, ist schlechter. Zumal die doch eigentlich gar keinen Schaden gekriegt haben darf, weil wir den direkt in Head geschossen haben. Guck mal, die ist zum Beispiel besser. Zack, weg. Ja, passt doch. So, jetzt werden wir wahrscheinlich immer noch überladen.
Nö. Okay, nice. Das heißt, jetzt müssen wir zu Tim. Timme. Gucken wir mal. Timme ist da. Dann machen wir schnell Reise. Ich muss halt gucken, ey. Meine Gesundheit 69 ist nicht so geil. Und meine Rüstung ist auch gut hin, glaube ich. Müssen die auf jeden Fall demnächst mal reparieren. Aber die Quest, die schließe ich jetzt noch ab. Würde ich sagen. So, dann sind wir hier angekommen. Und gehen mal zu A. Ich meine, wir haben überall Verletzungen. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Wir können uns noch heilen. Wartet mal, wir haben aber bestimmt was im Inventar. Ich mache jedes Mal auf Karte anstatt ins Menü. Voll kacke. Jetzt muss ich mal gucken. Du fühlst dich als Treffer. 5 Minuten erlitten, verringern. Bier. Ein leckeres Getränk, das sie mal füllt mit seinem flüssiges Brot alle Ehre macht. Aber übertreib es nicht. Ich brauche irgendwas, was mich halt heilt. Habe ich nicht irgendwas, was mich heilt? Seid halt Gesundheit. Nee, das macht nichts mit der Gesundheit. Auch nicht. Hier ist 30 Gesundheit. Halte binnen Minuten leichte Wunden. Wie viel haben wir davon? 7 mehr. Komm, das machen wir. Wie, was ist denn das jetzt? Ich würde es benutzen. Ach halt. Ah, ich war auf Anwenden. Ah, okay, man kann auch Sachen. Wusste ich gar nicht. So, jetzt haben wir einen Boost. Dann gucken wir mal jetzt, ob wir Dimme finden. Und ja, das ist die Hauptquest. Ich mache jetzt erstmal Hauptquest, habe ich gemeint. Sonst kommt man irgendwie raus und weiß gar nicht mehr, worum es richtig ging und so weiter. Halt da lang. So. Bam, 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 bam. So, hier muss er irgendwo stecken. Der gute Timme. Ich muss hier irgendwo eigentlich mal waschen. So, wer von euch ist Timme? Dorfbewohner? Digi, du brauchst nicht abhauen hier. Ich such Timme. Timme. Da ist er. Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Ach, Diggi, ey. Machen wir... Sehe ich etwa wie einer aus, der aus Spaß Schwachköpfe jagt? Nee, tust du... Weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße! Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher... Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Tallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus, nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst, mit einer riesen Buche.
Oder war's eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immerzu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Okay, das ist echt nicht der Hellste. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Okay. Guck mal, hier war ein Grab. Ey, hier kann ich buddeln. Aber ist, glaube ich, nicht so geil, wenn der das sieht. Die Schaufel ist noch im Pferd. Unsere Energie steigt wieder. Das war gut, dass wir den Aufguss genommen haben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich würde jetzt hier gerne mal buddeln eigentlich. Einfach um zu gucken, was ich da finde. Nein, nicht in die Satteltasche. Ach so, das habe ich. Ich habe die Schaufel die ganze Zeit dabei gehabt. Fail. Richtig fail. Wo ist die Schaufel? Ins Inventar. So. Okay, wartet mal. Was macht er da? Der macht einen Zaun ganz. Wir warten mal ganz kurz, bis sie schlafen. Und dann... Na, guck mal, die sind weg. Also anfangen zu graben. Wir hoffen nur, dass mich keiner findet. Die alten Grabschänder. Aber vielleicht gibt es hier einen Schatz. Ich weiß es nicht. Ist einfach nix. Guckt euch das an. Hier ist nix. Das heißt, hier hat schon mal jemand gemobst. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Okidoki, jetzt müssen wir aber mal gucken. Die Wegbeschreibung hat sich doch kein Mensch gemerkt. Quest. Na. So. Mein Freund Timmy berichte... Ah, der ist schon hier oben. Den Herrn Ratzig sollen wir berichten. Okay, da reiten wir noch hin. Wir berichten ihm noch schnell. Das machen wir jetzt in der Folge noch. Ich würde gerne mal die... Wartet mal. Halt, Schwert pack mal weg. Wir nehmen nur die Fackel. Ey, Diggi, hast du keine Fackel mehr, oder was? Der hat keine Fackel mehr. Die muss ich erst wieder ausrüsten. Da. Zack. Bam. So, jetzt habe ich so ein bisschen Licht. Okay, das war auf jeden Fall die Bewegbeschreibung von Timmel. War auf jeden Fall sehr, sehr genau. Allerdings kann sich das kein Mensch merken. Und ich hoffe, der will das jetzt nicht von mir wissen. Das wäre ein bisschen tricky. Tricky Wiki. So. Okay, sind wir ja gleich. Berichten wir dem Ratzig mal davon. Hier ist das Lager. Guck mal, hier können wir dann auch schlafen und so weiter. Sehr schön. Also nur noch schnell berichten. Dann gehen wir erstmal schlafen. Ah, natürlich wird der Ratzig jetzt auch schlafen. Hier liegt da die Sau. Die faule Sau. Gott segne dich. Was betrübt dich? Wegen des Banditen. Vor allem, die haben einfach wach gemacht. Voll gut. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ich weiß, wo es liegt. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Das hört sich geil an. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann.
Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Geil, jetzt sind wir so richtiger Spitzel. Nice. So, und dann speichert das Spiel. Und an der Stelle, Leute, machen wir denn heute erstmal auch einen Cut und sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.